umfasst in erster Linie die Planung von Passivhäusern und auch die Planung von Sanierungen in Richtung Passivhaus, wobei es in der Sanierung oft schwieriger ist. Das ist der Hauptbereich und dann dehnt sich das aus auf eben die ganze Ausschreibung, Kostenkontrolle und dann auch die Bauleitung. Also das ist mir ganz wichtig, dass man nicht nur im Büro sitzt und plant, sondern dass man auf der Baustelle dann überprüft, ob das, was man plant, auch so funktioniert und sich umsetzen lässt in der Praxis oder eben nicht. Also das ist, denke ich, auch ganz ein wichtiger Lerneffekt. Zu dieser Schwerpunktsetzung ist es eigentlich ganz automatisch gekommen, weil da mein Herz dran hängt sozusagen. Also Umwelt, nachhaltiges Bauen, wie man mittlerweile sagt, ist mir was ganz Wichtiges oder ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um eben Klimawandel und diese Dinge sozusagen für die Menschen in den Griff zu kriegen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, konventionelle Bauten zu machen. Also eigentlich gibt es keinen typischen Tag. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass es so abwechslungsreich ist und dass es eben alles sehr untypisch ist. Also ich habe so Phasen, wo ich eben viel Bauleitung mache. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, mache mich fertig und fahre auf eine oder zwei Baustellen und bin dann dort den halben Tag und arbeite dann im Nachhinein, also zu Hause im Büro sozusagen, die Sachen auf. Oder ich habe wieder Phasen, wo ich eben viel planen tue und wirklich vielleicht den ganzen Tag vor dem PC sitze und zeichne, Entwürfe mache und diese Dinge. Ja, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dadurch, dass jedes Projekt da völlig anders ist, an anderen Standorten, bin ich auch örtlich immer sehr unterschiedlich unterwegs, sozusagen mal in Kitzbühel, mal in Innsbruck. Also ganz. Klassisch in der Architektur gibt es natürlich schon viele Frauen, die sind aber eher großteils in den Büros. Also in der Bauleitung gibt es eher wenige, aber auch zunehmend. Ja. Also gerade auf der Uni sind ja schon über der Hälfte Frauen, die studieren. Ich hoffe, die kommen dann auch in der Praxis an. Mein Zugang war ein völlig falscher. Ich habe mir im Gymnasium gedacht, zeichnen tue ich gern, also freihändig zeichnen und geometrisch zeichnen tue ich gern, dann werde ich Architekt, wunderbar, das muss das sein. Was der Beruf wirklich beinhaltet und bedeutet, das war mir zu dem Zeitpunkt völlig unklar. Also das war eigentlich eine totale Überraschung, aber positive Überraschung. Also ich habe schon das gefunden, was mir total Spaß macht, aber eher per Zufall, würde ich sagen. Ich würde auf Tirolerisch sagen, einfach tun, also sich einfach hineinhauen und das einfach tun, ja, was einem Spaß macht. Ohne zu überlegen, was denken jetzt die anderen, was denkt die Familie oder was denkt mein Umfeld, sondern einfach das, was man gern tut und wo man glaubt, das ist richtig für einen, einfach dran gehen und sich da nicht abhalten lassen von den anderen. Aus was schöpfe ich meine Kraft? Ja, schon aus Natur und Partnerschaft. Und also wir sind beide sehr naturbegeisterte Menschen und gehen halt gern hinaus. Und ich glaube, das ist schon eine Riesenkraftquelle. Gerade in Innsbruck haben wir ja ein herrliches Umfeld und es ist ja sehr, sehr rasch und sehr gut möglich. Wir sind ja in 5 Minuten sozusagen in der Natur draußen. Und was momentan eben noch dazu kommt, dass ich eben auch ein sehr schönes Projekt in der Natur habe, also am Berg. Und ich allein schon durch dieses Projekt viel auf den Berg hinaufgehe, was zwar manchmal ein bisschen Stress bedeutet, aber im Endeffekt ist man dann doch draußen in der Natur und geht eine halbe Stunde hinauf und das ist dann auch sehr schön.